Hallo bei einer neuen Folge von Ohne Maulkorb mit tolle Zahlen, mit interessanten Themen, vor allem aber mit interessanten Gästen. Und ich freue mich ganz besonders, Daniel Landau heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Bitte gerne. Yes We Care, Organisator des Lichtermeers, selbst Pädagoge und Lehrer, Dirigent. Und man kann ja dazu sagen, Bruder des Caritas-Chefs, mit dem er vermutlich oft verwechselt wird. Auch das passiert, klar. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Am Anfang versuche ich eine allgemeine Frage zu stellen, sodass mein Gast möglichst viel reden kann, weil ich selber eine Plaudertasche bin. Was ist da die Grundidee von Yes We Care? Yes We Care entstand aus einer Notsituation bei Covid. Getrieben von zwei, drei Grundelementen. Erstens war das eine Zeit, wo Samstag für Samstag eine schon offenkundig gewaltbereite Gruppe von Menschen durch die Straßen in Wien gezogen sind. Und auf der anderen Seite gab es ganz, ganz viele von uns, wenn ich das so sagen darf, und durchaus auch welche, die da mitgegangen sind, die friedlich nebeneinander gezeigt haben und gesagt haben, wir würden eigentlich auch gerne ein stilles, friedliches Zeichen setzen. Denn Kritik ist das eine, die ist legitim, auch an den Maßnahmen, wie sie bei Covid war oder verschiedene andere, Angst vor Armut, wie sie jetzt wahrscheinlich auch wieder bei uns allen da ist. Kritik ist das eine, aber die Art und Weise, wie sie geäußert wird, ist das andere. Das war ein Grundmotiv. Ein zweites war, zu dem Zeitpunkt hatten wir über 13.000 bereits an oder mit Covid verstorbene Menschen und hatten die Idee, dass wir keine Menschen einladen wollen mit Kerzen, dieser Verstorbenen zu gedenken und vieler mehr, die Leid erfahren haben im Umfeld. Und diese beiden Sachen haben dazu geführt, dass wir, ich glaube, es war Mitte Dezember, dann am Ring dieses Yes We Care, Lichtermeer, Lichterkranz initiiert haben. Und es waren dann noch viel, viel mehr, zigtausende, die zusammengekommen sind, demonstriert haben, wir stehen nebeneinander, wir stehen beieinander, auch in der Not. Und ich glaube, das ist auch das, was Yes We Care meint. Also aufeinander zugehen, wie können wir vom Du ins Ich kommen, vom Ich ins Du, was können wir auch an Gemeinsamkeiten finden. Das gemeinsame Trauern um Menschen, glaube ich, ist etwas, das eine Gesellschaft nicht nur gut tut, sondern das sie auch verbinden kann. Ja, ich habe ja für den ORF einen Film gemacht letztes Jahr. Ich habe dann immer gesagt, das ist ein Film gegen die Dummheit. Das war ein Film zum Thema Corona, Covid-19. Der hieß Rudi Dollezahl, ich bin positiv, obwohl ich es Gott sei Dank nicht hatte, bis heute nicht. Mhm. Und wo Elton John, Michael Caine, aber auch Andreas Gabayé, Bilgeri, Fußballer, Schauspieler, versucht haben, sozusagen zu sagen, dass man der Wissenschaft vertrauen soll. Und dass man natürlich, damals war das Thema Impfen, also dass er, was es jetzt wieder wird. Und da habe ich eine Sequenz absichtlich gemacht. Ich habe zwei sozusagen Menschen interviewt, von denen eine sehr, sehr enge Person gegangen ist. Das eine war der Sohn von Joe Zawinul, dessen Bruder verstorben ist, mit ein bisschen mehr als über 50 Jahren. Und da habe ich so eine Sequenz, ich habe extra Filmmusik dafür komponieren lassen, wo ich Gesichter gezeigt habe mit Namen, und zwar immer einen sehr berühmten und einen komplett unbekannten. Und einen sehr berühmten und einen komplett unbekannten, die leider Gottes zum damaligen Zeitpunkt schon, waren ja auch schon einige, viele, und bei uns schon 10.000 Tote. Ich habe immer gefunden, jeder Einzelne davon verdient, wie soll ich sagen, nicht vergessen zu werden. Und wenn man sagt 13.000 Tote, dann sind es ja nicht, dann sind es 13.000 Schicksale, genau. Von Familien, von Vereinigungen, von Schulen, von Sportvereinen etc. Also es geht ja viel weiter. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sind 13.000 Menschen, 13.000 Geschichten, 13.000 einzelne Gesichter und viele, viele mehr im Umfeld. Und wenn man es noch ausweiten möchte, dann die Problematik Long-Covid bei jungen Menschen, teilweise ganz jungen Kindern. Also eine Krankheit, die schon breite Spuren hinterlassen ist, und genau den Punkt möchte ich gerne aufgreifen, verstärken. Auch das haben wir versucht, mit Yes We Care mitzugeben. Zwei Punkte. Erstens, ja, die Aufforderung, doch entlang der Wissenschaft zu agieren, also eine wissenschaftsfeindliche Haltung möglichst anzustellen. Und der zweite Gedanke, weil auch das damals sehr präsent war, nie um alles in der Welt kann es sein, dass Menschen angegriffen werden, Ärztinnen und Pflegerinnen ganz konkret, die doch zuallererst anderen helfen wollen. Und manche
Gewaltbereite oder auch im Umfeld, die es vielleicht nur politisch nutzen wollten, das ist vielleicht noch schlimmer oder gleich schlimm, sind dann auch wirklich dazu übergegangen, hier zu zündeln gegenüber diesen Pflegerinnen, Ärztinnen, Spitäler, die besetzt wurden, wo teilweise Notzufahrten blockiert wurden und dann nur in der Not wieder was geöffnet wurde. Also eine Haltung, die bei mir ganz großes Unverständnis ausgelöst hat. Letzter Punkt, jüdische Freundinnen von mir, die gesagt haben, sie trauen sich Samstag nicht mehr auf der Stadt, auf die Straße. Da sollten, finde ich, in unserer Gesellschaft wirklich sämtliche Alarmglocken läuten. Also Toleranz, ja bitte, aufeinander zugehen, ja bitte, aber das kann nur funktionieren, wenn wir auf der anderen Seite ganz klare Grenzen haben zwischen unsagbaren, untolerierbaren, nicht akzeptabel und hier als Gesellschaft auch ganz klare Zeichen setzen, was geht, absolut nicht. Ja, und Gewalt beginnt ja immer in der Sprache. Ja, das ist etwas, wenn man das zurückverfolgt, das kann man viel, aber Hitler, ja, sozusagen, damit überhaupt jüdische Mitbürger sozusagen so diskriminiert wurden, musste man sie zuerst einmal mit der Sprache sozusagen diskriminieren oder die Gewalt anwenden und sagen, das sind gar keine richtigen Menschen oder andere Homosexuelle, was immer, politisch nicht genehme. Und das finde ich halt zum Teil auch da müssen wir dagegen ankämpfen. Ich bin aufgrund meiner Söhne in Social Media ein bisschen aktiv, weil vor 2 Jahren mein Kleiner, wenn er es hört, ist einmal böse, ist 15 Jahre größer als ich, gesagt, der Papa, du bist so uncool, du bist ja nicht einmal auf Insta. Sag ich, was ist Insta? Sagt er, Instagram und so hat das angefangen. Aber was ich da sehe auch an Shitstorms, an Mobbing, an Cybermobbing von feigen Leuten, die oft nicht einmal mit dem eigenen Namen agieren, weil sie eben mit dieser Schutzsache und dann einfach nur dumm Sachen replizieren, die erwiesenermaßen falsch sind. Weißt, E-Mails auch, also Social Media sind Segen und Fluch. Genau. Wenn ich an den arabischen Frühling denke, dann wäre das ohne Facebook wahrscheinlich damals schlicht nicht möglich gewesen, dass sich hier Menschen solidarisieren, zusammenfinden und auch im Untergrund, in der Illegalität quasi, versuchen Widerstand zu leisten. Auf der anderen Seite, das stimmt, es gibt mehr und mehr Menschen, die meinen, sich das Recht herausnehmen zu dürfen, unter Anführungszeichen, und irgendjemanden Unbekannten am anderen Ende eines Social-Media-Kanals, am anderen Ende auch eines E-Mails, den Tod an den Hals zu wünschen. Lisa Kellermeier werden vielleicht noch zu sprechen kommen. Da können wir ja gleich drüber sprechen. Hat genau, ein Paradebeispiel dessen, was hier an unsagbaren Hass, detaillierten Plänen, wie sie jemand ermorden möchte und so weiter, gesendet wird, dass auch da braucht es Gesetze und eigentlich haben wir sie ja, die dann auch exekutiert werden, dass ganz klar ist, nein, das ist kein rechtsfreier Raum, nein, hier betrittst du genauso eine massive Gesetzesübertretung und nein, das muss auch Konsequenzen, auch Strafen haben. Es ist aber gar nicht so einfach, weil ich habe zum Teil auch Bekannte und Freundinnen, die sich dagegen gewehrt haben. Du hast dann oft nur eine falsche E-Mail oder wie sagt man, Domain in einem Social Media. Mhm. Dabei ist keine Adresse, keine Telefonnummer, nicht wie man den Menschen erreicht. Und du gehst quasi ins Nichts. Ja? Und das wissen die Leute auch. Um bei der Lisa noch einmal anzuschicken, Frau Dr. Kellermeier, gutes Beispiel, auch ein anonymer Absender und trotzdem ist es der Hackerin Nella. Ich kenne sie leider nicht persönlich, aber sie muss grandios sein. Binnen kürzester Zeit, ich glaube, binnen ein paar Stunden gelungen, auszuforschen, wer das war. Und da hat sich natürlich viele gefragt und auch ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass die Polizei diese Möglichkeiten nicht hat. Also ohne da jetzt einem einzelnen Polizisten oder einem Polizeisprecher in Oberösterreich irgendetwas konkret umhängen zu wollen. Aber ich habe schon den Wunsch, den ich sozusagen für die Zivilgesellschaft zu artikulieren möchte, als Bürgerin, als Bürger, dass auch die Polizei im Kontext des Falles Lisa Kellermeier Nachschau hält. Was hätten denn wir vielleicht besser machen können? Ist da alles gut gegangen? Ich glaube, man hat schon die Erwartung oder muss die Erwartung halten, dass jetzt die Polizei einem auch hilft in so einem Extremfall. Ja. Und das ist hier offenbar nicht genügend, hat nicht genügend stattgefunden. Ist ja auch in Deutschland von einer Satire-Show bewiesen worden, wo die sozusagen in allen Bundesländern sozusagen Sachen gemeldet haben und dann ist einfach in vielen Bundesländern, nicht in allen, gar nichts passiert. Mhm. Ja, und sozusagen, weil die auch, es sind glaube ich auch die
Polizistinnen und Polizisten zum Teil, und das meine ich nicht böse, überfordert, so wie unser eins überfordert ist, einerseits mit diesem Hass und mit dieser Gewaltbereitschaft und andererseits mit diesem neuen Medium. Weil ich meine, wenn ich nicht einen Sohn hätte, zwei Söhne, die 15 und 19 sind und die mir immer helfen, wäre ich komplett aufgeschmissen. Ja, und würde da vor einer Wand stehen, wo ich auch nicht wüsste, wie reagiere ich da jetzt, wie wehre ich mich. Und das ist ja das Entscheidende. Zwei Vorschläge sind ja da ohnehin auch gekommen, was denn da zu tun wäre, um hier auch die Missstände sozusagen... Die Hackerin oder die hätte ich gerne kennengelernt, bitte. Ich auch, ja. Und auch die Möglichkeiten zu vergrößern für die Polizei, auch bei der Polizei. Einerseits eine spezialisierte Behörde, das wir jetzt wohl brauchen, weil diese Internetkriminalität oder dieses Cybermobbing halt so wirklich massiv zunimmt und wahrscheinlich noch weiter massiv zunehmen wird. Oder sogar in jeder Polizeistation Ansprechmenschen, Polizistinnen und Polizisten. Das ist eine schwere Arbeit, die Polizeiarbeit. Auch darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Und ich habe über alles zu sprechen, worüber Sie sprechen wollen. Allergrößten Respekt gegenüber dieser Arbeit. Aber natürlich ist nochmal der Wunsch nachvollziehbar zu schauen. Erstens, haben wir da alles gemacht? Zweitens, was braucht es vielleicht für Möglichkeiten, dass auch die Polizei hier besser vorgehen kann? Ist die Gesetzeslage unter Umständen nicht ausreichend? Erste Antwort zum Beispiel, wie die Hackerin denn ausgeforscht hat, war, naja, die hat Möglichkeiten, die wir als Polizei nicht haben. Da frage ich mich schon als Bürgerin, braucht es da vielleicht dann entsprechende Änderungen, dass man auch als Polizei, als immerhin befugte Ordnungsmacht dafür, dann auch die Möglichkeiten bekommt? Ich glaube ganz sicher, ich glaube, es braucht Spezialisten, Spezialistengruppen, es braucht ein eigenes Gesetz, es braucht eigene Stellen, es braucht vielleicht auch eine eigene Staatsanwaltschaft. Das ist ein neues Phänomen unserer Zeit, das man nicht so mit dem kleinen Finger mitmachen können, so wie wir irgendwann einmal von Telex auf Fax und von Fax auf E-Mail umgestiegen sind. Das ist eine neue Welt, dieses Cyberspace, wo wir wahnsinnig, ich als jemand, der versucht, sich zu interessieren, ganz wenig weiß, ja, wo meine 15-jährigen Sohn und seine Freunde mehr wissen. Und das zeigt ja schon nichts gegen die Behörden, aber es müssen da junge Fachleute ran, die sie auskennen, weil, wie Sie richtig sagen, wir haben das Recht, von diesem Staat verteidigt zu werden, wenn es darum geht, genauso wie wenn einer mit der Pistole auf mich losgeht, nur diesmal ist es halt eine Pistole sozusagen zunächst, die mir unter Umständen mit Worten Gewalt antut und dann vielleicht auch wirklich. Ein wichtiger Punkt, der mir im Kontext noch einfällt, das sage ich jetzt auch bewusst, weil Sie und ich zwei Männer sind, die hier sitzen, ich glaube, es ist für uns beide, und ich sage das bewusst so, nicht einmal im Ansatz vorstellbar, wie Frauen eklatant mehr noch von diesem Thema betroffen sind. Also ich höre, dass in meinem Umfeld Frauen, die sich sozusagen auch mutig zu Wort melden, Lisa Kellermeier war zuallererst ja auch eine sehr mutige Frau, ich glaube, die bekommen an Rückmeldungen und eben an Todeswünschen, an unvorstellbar grässlichen Sachen immer auch noch sexualisiert, unvorstellbar noch viel, viel mehr zu sein. Also es ist tatsächlich, glaube ich, immer auch noch ein Frau-Mann-Thema, dass man diskutieren muss. Ja, und es ist so, ich habe ja die letzten 20 Jahre hauptsächlich in Amerika gelebt und bin dann nach der Wahl, obwohl der Trump nicht noch einmal gewählt wurde, mehr zurückgekommen nach Österreich, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe das vorausgeahnt, also was jetzt alles passiert ist politisch in Amerika, das ist noch lange nicht aus, ja, dass einfach wie ich mich dann kritisch gegenüber dem Trump auf Social Media geäußert habe, weil ich mir auch kein Blatt, also ohne Markup, wie schon die 70er-Jahre-Sendung macht, die ohne Markup, was da an Ausländerfeindlichkeit mir entgegengeschwappt ist, von dieser tollen Demokratie, die meiner Meinung nach gar keine ist, Amerika, oder keine richtige ist, sozusagen wie so quasi Schleichti, ja, wo du herkommst, Österreicher, ja, wenn es dir da nicht gefällt, da konnte ich mich ein bisschen hineinversetzen in frühere Zeiten hier, wie Jugoslawen, Türken etc. Oder bis heute. Ich wollte, es wären frühere Zeiten. Ja, aber ich hasse Kollerich, du hast Kollerich, warum sagst du dir Jusch, war in die 70er Jahre, wenn ich mich recht erinnere, des letzten Jahrhunderts, eigentlich Jahrtausends. Und wir haben es immer noch nicht überwunden. Nein, nicht einmal im Ansatz. Ja. Es ist erschreckend genug, dass Menschen noch immer gruppiert werden nach ihrer Herkunft, nach ihrer Religion, nach ihrer Kulturstadt, dass ich schaue, wie ist denn der, wie ist denn die konkret als Mensch. Auch nach der sexuellen Orientierung. Genau, also verschiedenste. Ja.
unser Gehirn ist schon einmal so aufgebaut, dass wir Menschen in Gruppierungen stellen, weil wir sozusagen uns dann leicht tun, die uns zu orientieren in der Mensch. Aber es ist wirklich ein ganz dringender Appell geboten, doch hineinzuschauen, wie verhält sich ein Mensch und ihn nicht nur nach der Gruppenzugehörigkeit zu bewerten und womöglich auch noch abzuwerten. Das ist einfach die klassische Form von Rassismus, so beginnt. Ich würde immer so gern den Leuten die Wunderbarkeit, dass die verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Herkünfte uns ja reicher machen. Als Stadt Wien, als Land Österreich. Wissen Sie, also wo hier heißt Dolleschal. Na, wo wäre ich herkommen? Richtig, aus Tschechien. Meine Urgroßmutter war aus Prag. Ja, so. Wir sind ein Schmelztiegel in Wien, genau, der davon lebt und wo man jetzt auch sagen kann, viel der kulturellen Highlights ist vielleicht auch damit entstanden, dass da italienische, tschechische, ungarische, was immer zusammengekommen ist, wie ein New York eines früheren Jahrhunderts. Das ist doch etwas Tolles müssen wir zugehen. Wir zwei sehen das ganz ähnlich. Ich habe jetzt auch keine allgemeine Lösung. Mir kommt vor, wenn ich, das ist Ido fast, in einer Straßenbahn, ich sage jetzt nicht in welchem Bezirk, aber es gibt eh so die klassischen Verdächtigungen und da kommt es zu einem kulturellen Clash. Und ich habe immer wieder das Gefühl, auch wenn ich es da sind wir dann vielleicht eh auch dann irgendwie unterwegs zum Bildungsthema, das hängt tatsächlich ganz viel damit zusammen, wie viel Selbstbewusstsein hast du, wie stark bist du es. Wenn eine ältere Dame mir in Favoriten sagt, sie fühlt sich einfach nicht mehr so aus, weil sie versteht die Leute nicht, dann schwingt die Sorge mit, dass die irgendwie vielleicht Böses von ihr wollten. Das ist durchaus eine Angst. Die Angst, das sind übrigens tatsächlich Sorgen und Ängste, die man ernst nehmen soll. Also wenn die Menschen sagen, ich fühle mich einfach da nicht mehr so aus oder es ist einfach anders, dann kann ich nur sagen, ja, das ist anders. Ich sehe es, wie Sie es gerade gesagt haben, es ist eine totale Bereicherung, wenn ich in jedem dritten Lokal irgendeine wunderbare Küche aus der ganzen Welt bekomme und dort nicht hinreisen muss, sondern die wunderbarsten Gerichte da habe, wenn ich großartige Musik oder Kultur dort höre, wenn ich die Sprachen lernen kann. Für mich ist es ein Mehrwert, für Sie ist es ein Mehrwert. Aber was machen wir mit den Menschen, wo das Ängste auslöst? Und ich glaube, da ist, und da sind wir beim Bildungsthema, da müssen wir zuallererst verstehen, dass ganz viele Menschen nicht zu selbstsicher sind, so wie man das manchmal den Jungen vorwirft, sondern im Gegenteil zu wenig Selbstbewusstsein und wirkliche Selbstsicherheit hat. Ich habe keine Angst, dass zwei Menschen, deren Sprache ich nicht verstehe, sich jetzt überlegen, wie sie mich abstechen. Ich habe ein gutes Gespür und fühle mich wohl. Es stört mich nicht, wenn ich jemanden anderen nicht verstehe. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich die jetzt gegen mich verschwören wollen oder so. Aber wenn ich diese Angst habe, dann frage ich mich, wie können wir es machen? Und ich glaube, das ist zwei Waffen. Erstens einmal von Anfang an den Menschen mehr Selbstsicherheit mitgeben. Wie machen wir das? Indem wir sie im Erfolg erleben lassen. Also ein Bildungssystem, das uns zuallererst auch Erfolge und Bestärkendes mitgibt. Wir kommen gleich aufs Bildungssystem, das ist auch ein Lieblingsthema von mir. Aber eines wollte ich schon auch noch sagen und Ihnen damit auch recht geben. Wir tun uns natürlich leicht, das zu sagen. Ja? In eine, wie Sie sagen, eine ältere Dame oder ein älterer Herr oder eine Jüngere, wo sich plötzlich so wahnsinnig viel verändert und die auch keine Hilfe haben, wie sie damit umgehen sollen. Die sind natürlich, haben diese Angst, die man ernst nehmen muss, aber die Gewalt oder die Ablehnung oder den Ausländern dann alles zuzuschieben, was schlecht ist, ist halt die wahnsinnig einfache und dumme Lösung, die nicht stimmt. Ja, das ist politisch wirksam. Es ist ganz leicht, Menschen aufzuhetzen gegen andere und diese Energie sich sozusagen als Wählerstimmen auf den Rücken. Ja. Die Erfahrung zeigt, dass überall dort, wo die konkrete Begegnung stattfindet, also wo ich dich kennenlerne, in deiner Fremdheit, in deiner Andersheit, erst dort gelingt das Zusammenleben auch besser. Wie können wir in der Stadt hochqualitative Begegnungszonen, nämlich nicht nur die zwischen Radfahrer und Fußgänger und Auto, sondern wo man zusammen kocht, wo man zusammen isst, wo man sich kennenlernt, wo man vielleicht die Musik des jeweils anderen hört und wo man sich kennenlernt. Und das sind ganz wichtige Sachen, ist Antisemitismus, gutes Beispiel. Die wirksamste Waffe gegen Antisemitismus ist einfach, wenn ich über die jüdische Kultur, die jüdische Religion oder wie auch immer lerne. Das jüdische Museum zu gehen, wollte ich sagen. Ja, nur da gibt es Likrat, um das mal anzuwenden, da gibt es eine tolle Initiative für Schulen, aber wir haben es jetzt auch für die Polizei verwendet, wo sensationelle Jugendliche aus der jüdischen Community ausgebildet wurden, um alle möglichen und unmöglichen Fragen zu beantworten. Ja, dann kommst du einfach drauf, das sind Menschen wie du und ich, der Nona nicht. Aber deswegen sage ich, die Begegnung und das aufeinander einlassen können. Aber es,
was nicht hilft, das wollte ich noch sagen, und ja, dann höre ich wieder auf. Nein. Wenn man sagt, so, jetzt genieße es, dass es bunt ist und genieße es, dass die vielen Sprachen sind oder wie auch immer, das wird allein nicht führen. Du musst halt mit den Menschen reden, musst ihnen Zeit geben und du wirst auch immer wieder ein paar haben, wo das vielleicht einfach, wo das auch nicht klappt. Wo es auf taube Ohren stößt. Ja. Aber der Appell muss immer lauten, schau auf den Mensch. Ja. Schau nicht zuerst auf seine Religion, sexuelle Orientierung, seine Kultur, seine Herkunft, den Pass, sondern ist das ein Mensch? Die Politik, und da meine ich jetzt keine spezielle Partei, hat derzeit, weder in Österreich noch in Deutschland, das kann ich jetzt beurteilen, weil ich wieder viel da bin, irgendwelche Antworten darauf. Ja? Es gibt ein paar Politiker, die ganz gut reden und ganz gut das verstehen, aber ich meine, jeder von uns hat vermutlich jetzt in Wien von Wien Energie den Brief gekriegt, dass die Energiekosten steigen. Ja? So, jetzt unser Eins ist privilegiert und sagt, okay, das checke ich schon irgendwie. Ja? Oder das soll mir nicht so wahrnehmen. Aber es gibt Leute, die 40 und 30 und 20 Euro jeden Monat zählen von der Pension oder auch vom Lohn. Und da finde ich, das wird, wir sagen so quasi, Arme gibt es bei uns nicht. Stimmt überhaupt nicht. Es sind wahnsinnig viele Leute an der Armutsgrenze. Genau, ganz ein wichtiger Punkt. Das ist ein Bereich Armutsbekämpfung und zwar bedingungslos. Bei mir besonders immer in zwei Ausbildungen, Kinderarmut und Altersarmut, das sind zwei Gruppen, die sich auch selber am wenigsten wehren können sozusagen, die selber am wenigsten dann auch ihr Heft in die Hand nehmen können und was unmittelbar selbst dagegen tun. Hier misst sich für mich die Politik, jede Politik, und ich sehe das auch parteiübergreifend, hat eine für mich persönlich einzige fixe Messlatte, und das ist, machst du etwas für die Menschen, die mittlerweile beim Aufstehen, sage ich immer, Hilfe brauchen. Aus den unterschiedlichsten Gründen, die an den Rändern stehen, die finanziell sehr oft wirklich ganz am Boden liegen oder die auch ausgestoßen sind wegen ihrer biografischen, nochmal das Ausländerthema oder wie auch immer, Gruppen. Eine Politik. Das betrifft ja auch viele Politik Österreicher, muss so, die keine Ausländer sind. Nein. Politik ist für mich zuallererst daran zu messen, machst du etwas zuvorderst für diese Gruppen. Und da habe ich auch einen ganz klaren Gerechtigkeitsbegriff. Mhm. Ich halte super gut aus, wenn zum Beispiel der Klimabonus für die untersten Einkommensschichten verdoppelt wäre und nach oben hin wegschmelzen würde für die Menschen. Ich würde das mit meinem Gerechtigkeitsbegriff wunderbar abgleichen können, appelliere sogar dazu. Jetzt haben wir versucht oder versuchen das gerade, einen Ausgleich zu schaffen, indem wir Menschen einladen, ihren Klimabonus sozusagen durch anderen zu stiften. Also da versucht eher eine Zivilgesellschaft, dem immer wieder was entgegenzusetzen. Ja, aber es ist ja Aufgabe der Politik. Wir wählen ja die Politiker, dass sie unser Land und unsere Dings verwalten. Und was ist das Erste? Dass man sich um die Schwachen kümmert. Genau. Und vor allem um jene Schwachen, die gar nichts dafür können, dass sie schwach sind. Mhm. Die entweder aufgrund von Schicksal oder Arbeitslosigkeit oder Zufällen oder ich weiß nicht was, da gekommen sind. Oder überhaupt, und da finde ich, das wird vernachlässigt, und zwar nicht erst seit ein, zwei Jahren. Nein, nicht nur von dieser Regierung, sondern von Regierungen. Also ich würde fast so weit gehen, wie gesagt, ich bin kein Mitglied irgendeiner Partei, ich bin immer über den, aber seit Kreisky 71, sozusagen, da sind Dinge passiert, die haben den einfachen Menschen geholfen. Und seit damals ruhen wir uns aus, dass wir eine Insel der Seligen sind. Es stimmt aber gar nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut. Wissen Sie besser als ich. Wollen Sie noch einen Schluck Wasser? Das ist der dringendste Appell wahrscheinlich an die Zukunft, welche Regierung auch immer kommt oder die Regierung auch jetzt, dass man sehr wohl bei diesem Thema noch wesentlich massiver interveniert. Nochmal, aber hier, ich habe das nicht von ungefähr gesagt mit diesem Gerechtigkeitsbegriff, denn der steht dahinter. Es finden nicht alle gerecht, wenn man den Ärmsten mehr gibt. Die finden das ungerecht, weil sie sagen, na, das ist eine Verschiebung sozusagen vom Lebenseinkommen, wie auch immer. Bei mir ist es ohne Wenn und Aber so, und ich messe auch jede Politik daran. Und es lässt sich auch, wenn jetzt auf die beiden großen Lager sozusagen umlegen, dann ist es egal, ob es Solidarität genannt wird oder ob es Nächstenliebe genannt wird. In Wahrheit hätten beide großen Parteien oder ehemals großen Parteien eine hervorragende Tradition dabei, den Mindestpensionistinnen zu helfen, den armutsgefährdeten Kindern in Familien zu helfen, an sich allen armutsgefährdeten oder manifest Armen zu helfen. Mhm. Also das ist ein Appell, da bin ich ganz dabei. Mindestpensionistinnen jetzt, die Debatte der Erhöhung,
Selbstverständlich würde ich auch da es großartig finden, wenn nicht nur der Sockelbetrag noch massiv höher wäre. Wir pumpen Milliarden in Firmen, die dann trotzdem, also, aber ich meine, alleine, ich finde, dass das auch etwas berührt, was mir zuerst in Amerika aufgefallen ist, aber ich muss sagen, es ist kein Privileg der Amerikaner, nämlich die Dummheit und die Ich-Gesellschaft. Ja? Also in Amerika ist es besonders, wenn du 20 Jahre dort lebst, alle sind nur ich. Es geht immer ums Geld und es geht um ich. Solidarität oder auch Nächstenliebe oder auch sich für den Nächsten interessieren, findet eigentlich nicht statt. Ich übertreibe jetzt wie immer. Ja? Und zwar zweitens, es gibt die Hälfte der Amerikaner, sind nicht so. Aber was ich damit meine ist, wir bräuchten eigentlich das, was wir verlernt haben. Wenn du eine Maske trägst, schützt du auch die anderen. Genau. Und wenn alle Masken tragen, dann schützen wir uns alle. Ja, und sozusagen. Erst dann, wenn wirklich eine große Mehrheit sie tragen, funktioniert auch der Schutz. Und das haben wir verlernt, genauso wie wir verlernt haben, uns zu kümmern, wie ist eigentlich die alte Frau im gleichen Haus, im Gemeindebau, die ein Stock Tier verwohnt. Die sehen wir zufällig im Lift, wenn es einen Lift überhaupt gibt. Und ansonsten sind es den Leuten aber wurscht. Also gerade der Anfang von Covid war da für mich ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn ich an den ersten Lockdown, März, April, Mai, 2020 denke, wo die jungen Leute zuerst begonnen haben, in den Hausfluren in Wien und nicht nur in Wien Zettel aufzuhängen, kann ich ihnen was holen, kann ich ihnen was mitbringen, wenn das andere sich zum Beispiel nicht aus der Wohnung trauen, haben wir gedacht, boah, das ist genau die Gesellschaft, die wir brauchen. Und das ist es ja auch. Und ich stelle die Frage, und das meint auch Yes We Care, wie kommen wir denn von diesem Ich und vielleicht noch die engste Familie, sei es jetzt politisch oder im unmittelbar physischen, zu einem breiteren Du-Begriff. Also mein Bruder ist der viel bessere Spezialist, der mit der, ich glaube, Anstiftung zur Solidarität oder ein Buch, das er geschrieben hat, das mir da schon auch ein großes Vorbild war. Also wie können wir als Gesellschaft lernen, auch hinzuschauen? Und natürlich, da brauchen wir die Politik als Maßstab. Ja. Keine Yes Frage. We Care kann man übrigens auch spenden, nicht? Und finanziell unterstützen. Nein, wir sind wieder wir sind gerade dabei, dass wir überlegen, okay, Verein. Okay, sonst hätte ich jetzt eingeblendet. Nein, das ist total nett. Das sage ich nur, wenn. Das waren jetzt wirklich ein paar punktuelle Sachen. Zuerst eben wegen Covid, dann war zweimal wegen der Ukraine und dann zuletzt jetzt eben das Zusammenkommen nach dem Tod von Lisa Kellermeier. Also eher eine punktuelle Veranstaltung, die immer versucht, wenn sich etwas auftut, halt auch diese Haltung, also die Überzeugung mit ein bisschen, ne, seinerzeit. Sind viel, viel nachhaltiger. Wo ich damals mit was der André SS Heller und ist großartig. Also Alexander Pollack, vorher auch schon der Philipp Sonderegger. Es ist ja wurscht, wie es heißt und es ist wurscht, wer es ist und es ist wurscht, aus welcher Anführungsstriche Ecke es kommt. Und ich finde, jeder Bürger, der sich bewusst wird, dass wir auch eine Macht haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe hier einen sehr, sehr verdienten Journalisten sitzen gehabt unlängst und wir haben über Zivilcourage geredet, was auch ein Thema ist, ein Thema mit Gewalt. Ich sehe, wo Gewalt, wer traut sich da dazwischen gehen, etc. Wobei heutzutage, hat er was Richtiges gesagt, gibt es die Handys. Ich muss nicht mehr dazwischen gehen, wenn drei Leute ein kleines Kind, sondern wir können das filmen und dann zur Anzeige werden. Aber das Entscheidende ist, wie ich, und das weiß kaum jemand, das ist auch nicht wichtig, Wiener Landesschulsprecher war, weil ich vor allem für eine andere Schule kämpfen wollte, war ein Nebeneffekt, dass ein Freund von mir, der 2 Jahre älter war, in der gleichen Schule gegangen ist, ist abgeholt worden mit der Militärpolizei, weil er gesagt hat, er möchte nicht lernen, mit einer Waffe umzugehen. Er will weder Tiere noch Menschen töten, er will das einfach nicht und daher will er nicht zum Bundesheer. Und die haben ihn abgeholt und er ist im Gefängnis gesessen. Und aufgrund dieses Unverständnisses und zusammen mit der österreichischen Hochschulschaft haben wir eine Demonstration gemacht am Wiener, auf der Ringstraße, ich glaube, es waren über 10.000 Leute. Und kurz danach hat die Politik begonnen, über Zivildienst ernsthaft was zu tun. Zwar noch mit Kommission, aber was ich damit meine ist, man denkt sich oft, ich kann ja eh nichts machen. Das stimmt nicht. Wir müssen Zeichen setzen und deswegen ist das ganz toll, was Sie mit Yes We Care machen. Sozusagen müssen Zeichen setzen, dass uns nicht alles egal ist und dass wir nicht alles hinnehmen. Und dass vom Volk die Macht ausgeht, wie es so schön heißt in der Verfassung. Beziehungsweise, um es jetzt was die Wahl anbelangt, natürlich sozusagen eine, aber um es ein bisschen noch einmal auf den Boden runterzubringen, ich bin davon überzeugt und habe das auch versucht, das als
Lehrer, wenn man so möchte, weiterzugeben oder junge Menschen da auch ein bisschen anzustiften oder dazu zu bringen, du kannst in jeder Stelle, wo du stehst, etwas beitragen dazu, dass es besser wird. Mhm. Und ich glaube, dass auch alle miteinander genau spüren, was besser ist. Mhm. Besser ist, Sie haben es vorher gesagt, eine weniger gewaltbereite Sprache. Mhm. Die war ja übrigens nicht nur von Seiten der Maßnahmen Gegnerinnen, das jetzt mal, sondern auch von Seiten der wissenschaftsorientierten, ja. Wenn man die dann alle sozusagen alle nur Trottel und nur Schwurbel und nur die Trottel, dann ist das schon auch ein Appell, aber ich bin nicht glücklich auch bei der Berichterstattung über unseren Lichterkranz, wie sozusagen auch gesagt wird, das ist jetzt die Reaktion der Vernünftigen, da muss man auch aufpassen, also von beiden Seiten. Wird da manchmal Porzellan zu lang, dann muss man immer auch vor der eigenen Tür kehren. Ich bin überzeugt, auf Twitter, da bin ich sehr aktiv, gelingt es auch mir nicht immer, da entsprechend sorgsam zu kommunizieren. Aber ich bemühe mich darum zumindest und werde scheitern. Also wir können mit der Sprache beginnen und wir können an jeder Stelle, das wollte ich sagen, wo auch immer du stehst, kannst du die Augen aufmachen, schauen, was könnte denn auch die nächste Unbekannte da drüben vielleicht brauchen oder das Anlächeln, wo die Leute lachen immer, wenn ich sage, Leute, probiert es mal einfach auf der Straße oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, euer Gegenüber freundlich anzulächeln, also nicht irgendwie blöd oder irgendwie komisch, sondern einfach halt sich freuen, wenn zum Beispiel ein kleines Kind einfach sich freut, ja, oder einen Spaß hat und nicht gleich käppeln oder so, wie das halt die gute Wiener Seele manchmal tut. Kinder und Wien ist ja so eine ambivalente Hassliebe, kommt mir manchmal vor, wenn ich mir anschaue, wie auf Spielplätzen reagiert wird von Menschen, die aus dem Fenster runterkäppeln. Also zu sagen, was kann ich denn mit so ganz kleinen Interventionen in meinem Umfeld einfach machen? Ja? Oder wenn ich aufmerksamer bin und jemand anderen halt auch reflektiere, einer Freundin, einem Freund oder einer Kollegin, einem Kollegen, boah, das finde ich, hast du jetzt super gut gemacht. Funktioniert auf Twitter wirklich gut. Also wenn man da, und da passiert ja so viel, sicher auch Ärgerliches manches, das überlese ich, glaube ich, teilweise, aber es passiert auch so viel Gutes. Und ich glaube, das funktioniert gut, wenn du einfach sagst, boah, ich finde, das hast du gerade irrsinnig schön geschrieben. Ja, also weil die Leute loben überhaupt. Genau, anderen loben, aber eben ganz wichtig, ernst gemeint wird, das spüren das die Menschen. Das ist wieder Klasse in Amerika. Ja. Weißt, genau. Wo das ist eines der wenigen oder eines der Dinge, die ich wieder sehr gut finde. Wenn ich dort nominiert bin für einen Award und ich gewinne den, rufen mir die anderen vier Regisseure an und sagen Congrats, ich gratuliere dir. Ja. Und freuen sich auch für einen. Und ernst das, gemeint, da können wir uns ein bisschen was abschauen. Ich mache das sehr gerne. Thema Bildung. Sie sind auch Lehrer und ich sage einmal als Einleitung, ich habe ja zwei Söhne, der eine hat gerade Matura gemacht, der andere ist mittendrin im Gymnasium und wenn ich mir da so die Sachen anhöre und auch mit den Lehrern und so weiter, denke ich mir, um Gottes Willen, ich war 1976 Landesschulsprecher und da sind wir eingetreten für bestimmte Dinge und da hat sich wahnsinnig wenig geändert. Genau. Wie sehen Sie das als Lehrer? Also in manchen Bereichen hat sich wenig geändert. Das wäre noch an und für sich keine Qualität, wenn man sagen müsste, dass es vorher schon so toll gewesen wäre. Ich habe nur Nazis gehabt als Lehrer, Tatsache ist, dass wir seit Jahrzehnten in Wahrheit einen Diskurs haben, was denn alles zu ändern wäre, beginnend mit der ganz wichtig dem Kindergarten, also die grundlegende erste Bildungsinstitution, wo jedes Kind ja jetzt auch mit dem verpflichtenden Kindergarten ja hingeht und wo es einfach großartige Möglichkeiten gäbe, wenn man sie den Elementarpädagoginnen und Pädagogen auch geben würde. Also unverändert werden dort halt teilweise 25 Kinder von einer Person alleine betreut. Das ist grob fahrlässig, unmöglich, da sowas wie Bildung zu tun. Und da gäbe es aber ganz viel. Das ist nicht nur die Sprache ein Thema in der Stadt. Da gäbe es ganz viel zu tun, zu lernen, zu entdecken, viel Zeit und vor allem braucht es halt auch eine persönliche Begegnung mit den Kids, das Rausgehen, das Regelmäßige, damit sie mehr Bewegung haben. Also es beginnt im Kindergarten, zieht sich über die Volksschule, auch ein politisch, finde ich, immer ein bisschen unterbelichtetes Feld. Da wäre die Forderung seit gefühlt 1711, aber in Wahrheit wäre das vor der Schulpflicht. Also stimmt nicht, aber zumindest sicher auch bei Klöckl schon, also vor 100 Jahren, dass die Volksschulklassen in Wahrheit noch immer zu groß sind und ganz wichtig, dass die Herausforderungen, die Pädagoginnen und Pädagogen, die tatsächlich jetzt ganz andere sind als noch vor wenigen Jahrzehnten,
zu zweit drinnen stehen sollen. Also muss gar nicht immer eine Pädagogin, kann auch sein, eine Sprachspezialistin, kann sein eine Bewegungsspezialistin, aber zwei Erwachsene, die sich auch die Verantwortung für maximal 20 Kinder, meine ich, in der Volksschule teilen müssen. Die Mehrstufenklassen, was ist das? Das sind Kinder, die unterschiedlichen Altersstufen gemeinsam eine Zeit verbringen. Das ist großartig, pädagogisches Modell, weil die Jüngeren ja gerade von ein bisschen Älteren super gut lernen und auch umgekehrt. Also auch ich ältere merke das lernen ja bei meinen Söhnen. Ne? Genau, jetzt 19 und 15 und jetzt sozusagen hat der Benny, mein geliebter kleinerer Sohn, der ist, Ruby ist genauso geliebt, und der tolle Ruby hat dem Benny geholfen lernen für Prüfungen sozusagen. Das machen genau, sie also untereinander Miteinander, aus. Ja? Das Miteinander und auch das Verständnis jetzt nicht nur die Kinder und Jugendlichen untereinander, sondern auch ein Coach-Gedanke sozusagen, also Lehrer und Schüler, die gemeinsam lernen, für den Schüler natürlich, einerseits für dessen Bildungs an sich, aber auch für deren Ausbildung. Also ich glaube, die Schule hat schon auch die Pflicht, sozusagen Möglichkeiten zu schaffen, wie du später beruflich dein Auslangen finden könntest. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass wir auch außerhalb das Gute, Wahre und Schöne, hat es früher geheißen, im Zielbarer Grafen, also viel mehr Kunst, Kultur und so weiter Bewegung haben. Bitte. Ich zeige auf wie in der Schule, ja, weil ich sie nicht unterbrechen will. Aber ich sage, eines finde ich ist auch noch ganz wichtig, was die Schule leisten muss und der Kindergarten. Und das ist mir gerade aufgefallen bei Covid-19, wo es ja in Amerika Fernsehspots gegeben hat, das habe ich gut gefunden, wie man sich richtig die Hände wäscht. Ja, und habe mir dann gedacht, genau. Ich habe mir, ich bin ja auch schon ein paar Tage alt, ja, bis dato, bis ich das gesehen habe, eigentlich auch falsch die Hände gewaschen. Ja, weil ich habe die Seife genommen und habe sofort unter Wasser gegeben. Ja? Ich gehöre ohnehin auch zu denen, die sagen, ja, die Schule soll ein... Also Hygiene, wissen Sie? Genau, ein komplexes Bündel an Maßnahmen machen. Demokratieerziehung, das Lernen von Kompetenzen zum Einordnen, also ein bisschen weniger von dem Faktenwissen, weil wir haben alle miteinander ein Handy. Das hat tausendmal so viel wie die größten Lexika früher ohnehin drinnen, aber das Einordnen von Wissen, Kommunikation miteinander zu reden. Ich gehöre zu denen, die sagen, die Schule hat ganz, ganz viele Aufgaben, aber Achtung, dazu muss man die dann auch ermächtigen. Es gibt finanziell zu wenig Pädagogen. Ja. Es ist gar nicht, man muss es immer zu einer Priorität machen, politisch. Genau, das ist halt die Frage, haben wir irgendwann einmal den Nerv und statten die Kinder an sich mit Prioritäten aus? Covid fällt mir sofort das Thema Luft ein. Genau. Seit Jahrzehnten gibt es einen eklatanten Missstand, dass die Klassenzimmer noch einmal im städtischen Raum noch wesentlich mehr ein bisschen zu dunkel sind, oftmals zu laut, und dass eine wirklich schreckliche Luft drinnen ist. Und es gelingt uns jetzt, oder ist uns nicht gelungen, im dritter Covid-Sommer, dass Verantwortungsträgerinnen gesagt haben, ja, wir bauen in einem Stufenprogramm die Schulen mit guten Lüftungsanlagen aus. Ja. Ich habe heute mitbekommen, dass in Ställen, dort wo Großvieh steht, ein 10- oder 100-faches an frischer Luft verlangt wird gesetzlich als in Klassenzimmern. Das ist unglaublich. Ich habe dann irgendwie getwittert, aha, wenn unsere Kinder und Jugendlichen also großwild wären, dann hätten sie endlich frischere Luft. Das ist wirklich, es ist, also die Kühe haben eine bessere Luft als unsere Schüler in den Klassen. Und das ist Von gesetzlichen Vorschriften. Genau, also da gibt es einige Sachen, die sind... Die klingen lustig und nein, muss ich es eben auch drüber schmunzeln. Das ist eine Bankrotterklärung der Regierung. Genau, es ist eine Bankrotterklärung, nicht nur der Regierung, sondern vieler Regierungen. Ja, aber nochmal, das war ein Thema vor Covid auch schon. Ja. Und hier nicht wenigstens Pläne zu haben und dass man noch betteln muss darum und immer noch Politikerinnen und Politiker sagen, na, ein bisschen lüften ist eigentlich eher okay. Nein, ist es nicht. Wir haben keine CO2-Messgeräte. Jeder, der schon einmal in der Schule gearbeitet hat und war, dass sich noch an seine eigene Schulzeit erinnert, wenn dort auch gelüftet wird und im Winter viel Spaß beim alle 10 Minuten Stoßlüften, auch energetisch, dort wird zu wenig gelüftet und die Luft ist verbraucht, das reicht nicht. Und wenn wir CO2-Messgeräte haben, dann würde das Problem noch nicht lösen, aber es würde mal sichtbar werden, weil man sagt, über 1000 ppm ist auch die Virenbelastung, aber auch die Luftqualität so schlecht, dass man lüften muss. Und das wirkt sich ja nochmal über Covid hinaus auf die Leistung, auf die Gesundheit von den Kindern, allen, die in den Schulen arbeiten. Also da kriege ich gleich so einen Hals bei dem Thema Luft. Sorry,
Na, deswegen habe ich meine Söhne zum Beispiel in Sacré-Cœur in Pressbaum eingeschult, weil die sehr viele Klassen draußen machen. Die haben das wahnsinnige Privileg, ein irrsinnig schönes Grundstück zu haben. Und das war für mich einer der Hauptgründe, meine Kinder dorthin in den Kindergarten und dann auch in die Dings zu geben, obwohl ich da jeden Tag als Alleinerzieher 20 Minuten hin und dann 20 Minuten zurückfahre. Schularchitektur, freie Klassen ist sicher ein ganz wichtiger Traum, der für eine ein ganz wichtiger Punkt, der für eine zeitgemäße Pädagogik ganz wichtig wäre. Also warum, um es nochmal zu versuchen, auf den Zuckus zu bringen, warum engagiere ich mich da? Alles gut. Warum engagiere ich mich da auch zu dem Thema? Erstens ist das mein treibendes Motiv ganz persönlich, diese Augen von Kindern. Wenn etwas gelungen ist, wenn sie glücklich sind, wenn sie Lernerfolg haben, und wir kennen das alle, wie sie wie Lernmaschinen und Leistungsmotoren tun, die fragen einen mit 3, 4 Löcher in den Bauch und du hältst es gar nicht mehr aus, oder sie versuchen, wenn sie mit 2 oder 1,5 gehen lernen, sich aufzurichten und fallen 100 Mal. Der Mensch ist konzeptionell als neugierige Leistungsmaschine angelegt und ich möchte gerne Kindergärten und Schulen, die das ausbauen und nicht abbremsen. Also das motiviert mich, die Augen von Jugendlichen, wenn sie auf der anderen Seite ausgebrannt und leer sind, weil sie die letzten 10 Jahre immer nur gehört haben, sie sind für alles zu blöd. Und ja, das wäre der Anspruch. Schule muss aufbauen, muss zuallererst, genau, muss, ich habe schon erwähnt, am Eingang Erfolgserlebnisse bieten, muss den Selbstbewusstsein, muss die Erfolge geben. Und erst dann hast du auch die Möglichkeit, dass du dorthin gehst, wo du dich nicht auskennst. Schule muss Scheitern vermitteln und lernen. Es ist kein Schaden zu scheitern, man muss es aber lernen. Schule macht auch nicht immer nur Spaß. Das ist ein Irrtum, die Menschen, manche Menschen, ich glaube, sie verstehen es teilweise absichtlich miss, die sozusagen meine Sichtweise oder unsere Sichtweise, die ist ja sehr breit verbreitet, was ich so sage, misszudeuten und sagen, ja, wir sind nur für Schule mit Glück und Spaß und das ganze Leben ist aber nicht Spaß und Glück. Na, eh nicht. Schule macht nicht jeden Tag Spaß und Leisten macht auch nicht jeden Tag Spaß, aber die Grundhaltung, dass Menschen gerne leisten, dass sie neugierig sind, die hätte ich gerne in der Schule weiter vermittelt. Na, es ist vor allem auch, wie immer, hängt es ja auch sehr viel immer an den Lehrern. Ich kann mich an mich erinnern, es hat sich nichts geändert zu meinen Söhnen. Es gibt Lehrerinnen und Lehrerinnen, wo sie gerne lernen. Und es gibt andere, wo sie überhaupt nichts, die sie nicht erreichen und die mit Angst und mit Dinge, ich kann mich erinnern, ich habe noch bis zu 5 Jahren nach meiner erfolgreichen Matura von meinem Lateinlehrer, der ein Sadist war, geträumt, der immer gesagt hat, wenn man die Hände so geben, tolle Zahlen, mit den langen Haaren kommen sie bei mir nicht durch. Mhm. Ich bin eh durchgekommen, aber das war so eingeprägt, das war ein Trauma eines 18-Jährigen, da war ja kein kleiner Bub mehr. Und daran sieht man, und daran hat sich aber nichts geändert. Mein einer sondern genauso eine wieder. Weißt du, wenn ich zu dazu spreche, dann muss ich mich zurückhalten, dass ich nicht ins Gesicht springe. Genau, die gibt's und jeder Einzelne ist zu viel. Kinder und Jugendliche spüren einfach irrsinnig gut, ob du sie magst. Ob du sie magst, das ist, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft, die du als Lehrer haben musst, als Lehrerin haben musst, dass du gerne mit anderen Menschen arbeitest, jetzt an der Stelle halt mit Jungen, und ob du für dein Thema glühst. Also bei mir, ich habe die Mathematik, ich habe jetzt Musik und Mathematik unterrichtet und habe die Mathematik, ich weiß, Angstfach für ganz viele leider. Ich habe es auch in der Unterstufe unterrichtet, ist angenehmer, weil da kann man wirklich alles verwenden, was in der Mathematik in der Unterstufe unterrichtet wird. Bei der Oberstufe kann man darüber diskutieren, überhaupt was jetzt unterrichtet. Aber anderes Thema. Ich bin in Mathematik die Musik genauso, nicht gut gewesen. Und ich habe die Musik genauso bewegen. Und die spüren ganz genau, ob du für deine Bereiche glühst und dann halt auch eine gewisse Expertise hast. Das ist schon wichtig. Also es reicht nicht nur ein guter Mensch zu sein und andere Menschen zu mögen, du musst für dein Thema auch glühen. Aber trotzdem, das Wichtigste ist, du unterrichtest nicht Mathematik, sondern du unterrichtest zuallererst junge Menschen. Du unterrichtest Kinder und Jugendliche. Und wenn du mit denen nicht gerne arbeitest, auch da, nicht jede Minute macht dir das Lehrersein Spaß. Ich finde, das ist eine der schönsten Aufgaben, die es gibt. Aber nein, es geht einem manchmal furchtbar am Nerv, wenn es wieder irrsinnig laut ist und chaotisch oder wenn sie nicht und nicht und nicht jetzt irgendwelche Variablen einsetzen oder was auch immer begreifen wollen oder wenn sie Musik irgendwie so eskaliert. Das ist auch auf der Lehrerseite ist es nicht immer mühsam. Und dann kannst du die Kinder auch ziemlich maßregeln. Sie halten das super gut aus, wenn klar ist, ich mag dich.
ich mag dich, aber als Lehrer habe ich jetzt die Aufgabe, deinem Verhalten ein ganz klares Stopp vorzusehen. Die halten einen engen Rahmen super gut aus, die wollen auch gefordert werden, die wollen ja eben gern was tun. Ja. Meine Buben sagen bis heute, na Papa, wenn wir zu dir kommen, wir kriegen eh alles. Stimmt nicht, sie haben nie alles gekriegt, weil ich nicht wollte, dass sie, nur weil wir jetzt in einer nicht unprivilegierten Situation zumindest teilweise leben, wo wir uns vielleicht das ein oder andere mehr leisten können, als meine Eltern das konnten, ja, wo wir im Gemeindebau im Äußergrund gewohnt haben, dass alles geht. Ja? Also mein Vater hat mir zum Beispiel, bin ausgezogen aus dem Gemeindebau mit 17 und unsere Familie, die ganze Familie hatte ein altes Mietshaus und da habe ich eine Wohnung bekommen, in der 20 Jahre niemand gewohnt, ich war schier, haben wir erst ausputzen müssen und alles. Und dann hat er mir 2000 Schilling verrechnet. Sage ich, Papa, das ist ja, das geht ja um. Sagt er, ja, du sollst lernen, dass nichts im Leben umsonst ist. Also wenn alles es geht, gibt dann keine ist Wohnung das, umsonst. Ja? Wenn alles geht bei manchen Kids, dann ist das teilweise, glaube ich, auch mehr Fluch als Segen. Also unsere Eltern waren nicht finanzstark. Also mein Bruder und ich sind so, also wir haben ein ganz klares Bekenntnis zur Bildung gehabt. Ja. Ich verdiene jetzt auch wenig, aber ich komme gut damit aus oder so. Und das ist auch freiwillig, das ist halt ganz viel ehrenamtliche Arbeit. Aber ich denke mir, dass immer wieder sich eben nicht alles leisten zu können, das setzt oft auch die Wertigkeit drauf, wenn es dann doch möglich ist. Wenn es einfach auf was hinspaßt, und das habe ich als Kind lang müssen manchmal, dann hat es schon eine eigene Qualität, wenn es dann sozusagen, wenn du das dann endlich leisten kannst. Also das so schnipp und ich habe es schon, wie das für manche Kinder, und ich gönne es ihnen möglicherweise, weiß ich nicht, ob das immer ein wirklicher nur Mehrwert ist. Macht es, glaube ich, auch schwierig. Ich bin da ganz bei Ihnen, aber ich habe eine Sache zum Beispiel in Kuba gelernt, wo ich ein paar Mal gedreht habe. Die haben dort ein Geschick entwickelt, deswegen gibt es ja diese tollen alten Autos, Sachen, die wir längst weggeschmissen hätten in Österreich, noch einmal zu reparieren und noch einmal zu reparieren. Ich war dort im besten Hotel, weil ich war eingeladen, ich hätte dort was filmen sollen, was nicht zustande kam, im berühmten Hotel National, ist ein Riesenhotel, und da haben Staubsauger gehabt. Die sind aus dem Museum, aber die haben funktioniert. Ja, super, oder? Weißt du, dass man damit... Gibt es ja bei uns teilweise auch wieder, wo Sachen eben über Refurbish... Genau, wo man nicht alles wegschmeißt, sondern sagt, pass auf, irgendwie vielleicht funktioniert das noch. Ist auch für die Umwelt, als Umweltgedanke weitergelebt, ja ein ganz wichtiger Punkt. Und auch das ist ja eine, ohne wenn und aber, eine Zukunftsfrage, vielleicht sogar eine der entscheidenden. Das sorgen sich übrigens auch die jungen Leute. Also auch das, wer Sorgen im Kopf hat, wenn einen hungrigen Bauch hat, da sind wir wieder beim Thema Kinderarmut. Ja. Wie soll die Person in der glücklich in der Schule sitzen? Fridays der for zu Hause, future. Wenn ich jetzt Kinder habe, immer noch, die zu Hause keinen Arbeitsplatz haben, die zu Hause eben keine Konnektivität haben, kein Internet, aber es wurde von ihnen erwartet in der Covid-Zeit, dass sie rund um die Uhr verfügbar sind und sozusagen an den Klassen dann virtuell teilnehmen, konnten sie aber nicht. Ja, da bin ich so dankbar, dass so Initiativen wie PCs für alle zum Beispiel da einspringen und Geräte für vor allem Kinder und Jugendliche. Ich glaube, sie haben mittlerweile schon über 14.000, hat der Peter Bernscherer irgendwann einmal gesagt. Also es gibt Privatinitiativen, aber wir haben schon vorher gesagt, da braucht es zuallererst auch einen Staat, der Verantwortung übernimmt. In der Covid-19-Situation, bei der Pandemie, hätte die Politik die Möglichkeit gehabt, zu zeigen, wozu wir eine Regierung haben. Und in meinen Augen hat sie größtenteils leider versagt. Ja? Ich habe das sozusagen mir ganz genau angeschaut, für den Film und so weiter, verglichen mit anderen Ländern und so weiter. Es hat sich niemand mit Ruhm bekleckert mit Covid-19, das muss man auch gleich dazu sagen. Ja? Aber sozusagen, wenn ich einen Staat brauche und wenn ich eine Regierung brauche, dann in so einer Situation, wo ich nicht weiß, wo vorn und hinten ist. Ja? Wo plötzlich eine Bedrohung da ist, von der ich am Anfang gar nicht wusste, und wie wird es übertragen? Beispiel Miami, sind alle Airconditions zusammengeschaltet gewesen. Ich habe im 12. Stock gewohnt. Ja? Sozusagen, ich habe im Sommer bei 40 Grad plus die Aircondition ausgeschalten. Ich habe mir gedacht, logisch, wenn einer Covid hat und die kriegt das durch die Aircondition. Weißt du, was ich meine? Aber da braucht der Bürger in Österreich oder überall meiner Meinung nach Unterstützung, und das war leider Gottes nicht ausreichend, sage ich jetzt mal höflich. Ich bin vielleicht zu mild in meinen Beurteilungen, bin, glaube ich, gar nicht, aber ich weiß, dass ich
nichts weiß oder ganz wenig weiß, ja, und können es nicht final beurteilen. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass manches in Österreich auch ganz gut gelungen ist. Anderes, was insbesondere die Bildungspolitik anbelangt, ja, oder auch jetzt noch die Vorgänge eben mit der Schule, also mit dem Schulanfang, Nullum, da bin ich grantig und extrem unzufrieden. Aber anders gesagt, ich glaube schon, dass Covid eine Gesamtgesellschaft, auch eine Regierung oder Verantwortungsträgerinnen schon vor teils kaum vorhersehbare Herausforderungen gestellt hat. Das ist unbenommen, um Gottes Willen. Und da ist manches, glaube ich, schon geglückt und anderes wahrscheinlich suboptimal. Um es richtig zu stellen, ich war am Anfang nicht stolz auf meine Österreicher, wie ich in Amerika war und gesagt habe, schaut, Deutschland, Österreich, so macht man das. Da war ja Österreich mit Deutschland Vorreiter. Nur im ersten Sommer der Pandemie zu sagen, ich sehe Licht am Ende des Tunnels und dann zu glauben, spätestens im zweiten Sommer, jetzt haben wir den dritten gehabt, das ist vorbei. Und ich merke es ja, ich war beim Rolling Stones Konzert mit meinen Söhnen, wir waren ganz vorne, sehr viele Leute. Wir haben natürlich eine Maske getragen, weil da war einer, da war einer, da war einer, da war einer. Genau. Dann kommen Leute zu mir und sagen, nimm die Maske runter, Covid ist eh vorbei. Aber keine Vollidioten. Nein, ja, das ist das, was kommuniziert wurde und was übrig bleibt. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Also, wo wir uns sofort Kommunikationsproblem, würde ich mal vorsichtig sagen. Genau, wo wir uns sofort finden, das haben wir auch bei SW Care versucht zu sagen, die Art und Weise, wie da kommuniziert wurde, insbesondere das andere, dass es in anderen Ländern eben nicht die Wissenschaft gesprochen hat, sondern einzelne politische Vertreterinnen und Vertreter, und dass damit natürlich auch die Parteipolitik noch einmal reingekommen ist in das Thema, das war kontraproduktiv. Und ich glaube, es hat tatsächlich am Anfang so gut funktioniert, weil etwas politisch passiert ist, was sich so in der Form schon Jahrzehnte nicht mehr erlebt hatte, nämlich von allen Parteien ein Commitment dazu, ja, es ist ein extremer Notfall, ja, wir unterstützen alle gemeinsam etwas, und das hat auf einmal tatsächlich was gemacht mit einer Gesellschaft, positiv gemacht. Ja, Herr Landau, das ist aber die Vergangenheit. Wir sitzen hier im Spätherbst 2022. Aber wenn ich weiß, das hat schon einmal geklappt, dann trägt es doch immer auch den Keim der Hoffnung in sich, dass so etwas wieder gehen kann. Ich habe längst den vierten Stich. Genau. Als über 60-Jähriger, ja. Und die Prozentzahlen vom dritten und vom vierten in Österreich sind lächerlich. Ja, wir haben nicht begriffen, wir schaffen es nicht, als Gesellschaft. Ich muss es vorsichtiger formulieren, weil, wie Sie völlig recht, richtig sagen, wenn man die Leute sozusagen verunglimpft, davon kann man nicht auf sie zugehen. Das Verständnis, dass wenn wir uns durch den Impfschutz, der eine ganz, ganz tolle wissenschaftliche Leistung ist, das darf man ja nicht vergessen. Ja? Ich meine, mich hat niemand gefragt, wie ich die Pockenimpfung gekriegt habe. Und auch nicht die Schluckimpfung gegen Kinderlähmung. Wir kennen, dass das beides, jetzt Affenpocken ist wieder eine andere Geschichte, fast ausgerottet ist. Aber wenn wir es schaffen würden, uns da diesen Schutz zu geben, würden wir wahnsinnig viel Menschenleben retten. Das ist etwas, was mich so betrifft. Die Passage in einem Film vor eineinhalb Jahren, die ist ja jetzt schon viel länger. Von vielen, vielen Menschen, die gegangen sind und die nicht hätten sterben müssen. Also ich bin ja ganz bei Ihnen, da gibt es nichts schön zu reden. Und das ist insbesondere in der Kommunikation auch im Kontext Impfung, wenn ich diese wirklich unsagbar vermaledeite Impfzwang, ja, nein, Diskussion erinnern darf, die das wirklich nur Schaden angefügt hat. Das ist lächerlich gewesen. Genau. Aber statt dass hier eine klare, konzeptionelle, wissenschaftliche Werbung stattfindet, eine Erklärung, immer auch noch mit dem freien Ermessen, denn das ist immer noch so, dass wir über den eigenen Körper auch noch verfügen können, hier ist kommunikativ sicher ganz viel schiefgelaufen. Jetzt habe ich noch zwei Fragen zum Schluss, bevor ich dann zusammenfasse, was ich aus unserem Gespräch gelernt habe. Die eine Frage ist, was gibt Ihnen Hoffnung heutzutage? Wenn man so, also wie auch immer, gesellschaftlich, persönlich, was? Also bei mir ist auch da ganz stark, wenn ich mit jungen Menschen ab und zu zusammenarbeiten darf, wenn ich ihnen zuhöre. Ich versuche ihnen zuallererst, wenn es geht, zuhören oder ihnen weniger zu erzählen. Das ist doch, wenn man nicht mehr Lehrer ist, wo man doch relativ viel erzählen muss. Wenn ich zuhöre, wenn ich mitbekomme, wie sie ihre Probleme lösen, wenn sie sich zuallererst auch sehr wohl um die Nächsten kümmern, wenn sie sich zuallererst sehr wohl auch für die Umwelt sorgen, machen, ja, sich engagieren, Fridays for Future und verschiedenes anderes mehr, dann gibt es für mich eher immer Anlass zur Hoffnung, dass ich glaube, es ist morgen wahrscheinlich dann noch einmal ein Engel wieder besser als heute. Also wenn ich mich um was sorge, dann ist es mehr um Ihre und meine Generation, noch ein bisschen ältere, noch ein bisschen jüngere, aber die ich in der Schule unterrichten durfte, das war immer wunderschön, wie gesagt, nicht jeden Tag und jede Minute,
Und auch jetzt die jungen Leute, die geben, finde ich, Anlass zur Hoffnung. Ich bin total bei Ihnen. Fridays for Future ist sehr ermutigend, aber wir lassen die jungen Menschen alleine. Ja, ja. Also und vor allem COVID, die Politik. Genau, Covid einmal hier mehr. Hier haben junge, auch meine Söhne, aber ohne dass ich Ihnen was gesagt habe, junge Menschen die Initiative ergriffen, weil es ja um ihren Planeten geht. Genau. Ja, mehr als unseren, sozusagen, ich mache mal über meine Söhne und, was, und wenn sie Kinder in die Welt setzen, sorgen, weil wir in keiner Weise das, was so schön das Philosophische war, wir geben, übergeben die Erde zumindest im gleichen Zustand, wie wir sie übernommen haben, nein, überhaupt nicht. Mhm. Wir sind, aber das ist das eine. Und was macht Ihnen aber auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, was ärgert Sie oder was regt Sie auf? Ich habe es eh gesagt, also mich ärgert völlige Ignoranz. Wie gesagt, dass wir jetzt in Wahrheit 3 Jahre darum betteln müssen, dass man die Schulen mit besserer frischer Luft ausstattet, weil das nachweislich auch die Covid-Gefahr heruntersetzt, weil man leichtfertig mit der Gesundheit, mit der Zukunft dieser jungen Menschen und auch der Lehrerinnen und Lehrer aller in den Schulen spielt. Das macht mich wütend. Und was mich sorgt, ist schon auch die Frage jetzt vor einem Herbst, wo Covid eben sehr wohl wieder ein Thema sein wird, aber wo auch im Zuge der Gaspreisentwicklung und der inflationären Folgewirkungen halt ein Armutsthema auf uns zukommt. Ja. Jetzt schon bekomme ich das über meinen Bruder, aber auch über andere Menschen mit, dass sämtliche Gratis-Ausgabestätten für Essen überflutet werden, also wesentlich mehr Leute sich vieles nicht mehr leisten können. Also die reale Not von vielen Menschen, aber auch die politischen Folgewirkungen, weil die Erfahrung lehrt, dass in so einer Situation sozusagen jene Parteien, die das noch zum eigenen Nutzen widerlich, möchte ich sagen, verstärkend ausnützen, immer wieder raufschwingen. Also das meint in Österreich traditionell rechts außen. Nein, es ist so, dass es radikalisiert und dass man dann noch mehr, weil es einem nicht gut geht, sozusagen die Schuld bei den anderen zu. Aber auch diese Sorge, die Wut führt halt bei mir nie zu einer Lähmung, sondern versucht immer zu schauen, was kann wir kleines Maxi sozusagen dazu beitragen. Ja, genau. Absolut. Also und sei es, ich habe es eh angedeutet, die Überlegungen jetzt, so den Klimabonus vielleicht für andere zur Verfügung stellt, was kann schon auch eine Zivilgesellschaft, auch wenn es, bin ja ganz bei Ihnen, eine Aufgabe eines Staates ist, gut fürs Auskommen seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger, egal wo die jetzt auch geboren sind, gleich noch ein nächstes Thema Wahlrecht und Staatsbürgerschaft, aber ich weiß nicht mehr, nur dass ich es erwähnt habe, dass hier so viele Menschen von der Demokratie ausgeschlossen sind und ich jetzt auch, keine spontane Lösung weiß, aber dass man hier nachdenkt, auch Doppelstaatsbürgerschaften nicht per se verdammt oder hier geborene Kinder doch endlich auch mit einem Wahlrecht und auch einer Staatsbürgerschaft ausstattet, das ist schon... Oder Leute abschiebt, die voll integriert sind. Genau. Also ich meine, da denke ich immer, Darlings, bitte nicht. Ja? Das geht doch nicht. Ja? Aber Sie haben völlig recht. Also man kann schon immer was tun, auch, glaube ich. Ich wollte gerade sagen. Das, Sorge ich alleine oder Ding ist es halt Sie nicht. Sie ja nicht nur auf den Staat ausreden, aber ich sage nur trotzdem, der Staat oder die Politik sollte sich bewusst sein, was zu ihren Pflichten gehört und dafür werden Sie auch gewählt und dafür werden Sie auch bezahlt von unserem Steuergeld und das ist auch gut so. Ja, also ich finde es besser als in Amerika, wo du mal Multimillionär sein musst, damit du überhaupt in der Politik kommst. Das finde ich überhaupt komplett daneben. Ich habe vorher gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob Amerika wirklich eine Demokratie ist. Auf jeden Fall kann der Einzelne sehr viel tun. Und das, was wir heute besprochen haben, wenn da eine kleine Anregung da und dort rüberkommt bei unseren Zuschauern, dass man sagt, sich um den anderen ein bisschen kümmern, den anderen fragen, ob er was braucht. Das habe ich zum Beispiel im Lockdown gemacht. Ich habe plötzlich leider angerufen, die lange nicht angerufen und gesagt, brauchst du irgendwas? Ja. Und das zum Kümmern ist eben in Wahrheit auch genau das Gegenteil von dem, was die Politik manchmal proklamiert, nämlich dieses grässliche Wort Eigenverantwortung. Eigenverantwortung konsequent zu Ende gedacht heißt, dass immer die Schwächsten auf der Strecke bleiben müssen. Die eben eine Solidarität brauchen, die eine gesetzliche Bestimmung brauchen, die Regeln brauchen. Ich finde Gemeinschaft ein viel besseres Wort. Aber sich um den anderen zu kümmern, ist nicht Eigenverantwortung, wo das Wort ja schon eigen und ich schaue auf mich und ich schaue nur auf mich drinnen trägt. Also dieses Wort würde ich ja, ich bin niemand, der Worte gerne verbieten möchte oder gar etwas canceln möchte. In den Hintergrund stellen. Aber dieses Wort
da möchte ich doch daran erinnern, dass es eigentlich in meinem Verständnis ein grässliches Wort ist. Nein, aber was ich heute gelernt habe von Ihnen, und das möchte ich gerne sagen, wenn ich das darf, ist einerseits, dass die Vorschriften für Stallungen, für die Rindviecher, was das frische Luft betrifft, schärfer sind als die für Schulen für unsere Kinder. Genau, also das, finde ich, sollte die Headline irgendwie, weiß ich nicht, auf allen Zeitungen sein. Ja. Und das andere... Können Sie sehen, ich bin dabei, also das gehört wirklich mehr. Ich bin da heute zufällig draufgekommen, ich habe es nicht verifiziert, Achtung. Ich habe das in den Bestimmungen auf Twitter, dass eine sehr, sehr engagierte, großartige Frau, eine Mutter, hat genau die Stallregelungen und hat das genau abgeleitet, warum offenbar das Großvieh tatsächlich bessere Luft und mehr Luftaustausch hat, als die Kinder und Jugendlichen in den Klassenzimmern. Und das ist einfach arg. Ich finde Yes We Care eine ganz tolle Initiative. Gratuliere Ihnen dazu. Und den war nicht, Leuten, war die nicht meine Erfindung. Das Wort ist entstanden, ich weiß gar nicht wo. Die Leute, die mit Ihnen, wollte ich gerade sagen, genau, dahinter stehen, das ist ja immer Teamwork, genau, wie alles. Das sind sicher viele, viele Freiwillige und Leute. Genau. Denen möchte ich auch danken hiermit. Auch den Medien an der Stelle, die da immer sehr, sehr auch mitgeholfen haben. Es war doch immer wahnsinnig kurzfristig. Und ich finde schon, dass wenn viele, viele Kerzen leuchten, es gibt Menschen, die sensibel sind und die merken, hoppala, das bedeutet jetzt was. Genau. Und denen das es gibt bis auch Hoffnung. Ins Herz. Genau. Bis ins Herz. Und wir alle brauchen auch Hoffnung und Optimismus. Und wenn es ein Kerzerl ist, das dazu Anlass gibt, dann soll es so sein. Ich glaube eben, das eine darf das andere nicht ausschließen, das ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, es braucht den lauten Protest. Ich selber bin jetzt nicht so der nasse Fetzen, das ist für mich, wie gesagt, in der Artikulation, in der Sprache nicht so meins. Aber es braucht den lauten, massiven Protest. Man muss auch auf die Straße gehen, man muss verschiedene andere demokratische Möglichkeiten nutzen. Aber ich glaube, es kann nebeneinander existieren, auch etwas, das versucht, Hoffnung zu geben und was symbolisieren möchte. Ich sage Dankeschön für ein inspirierendes und inspiriertes Gespräch. Danke vielmals meinerseits. Vielen Dank für einen sehr, für mich, wie soll ich sagen, sehr aufschlussreiche Konversation, die sicher auch unseren Zusehern das ein oder andere gebracht hat. Ich sage danke fürs Zuschauen. Es gibt am Sonntag wie immer meine Musiksendung, die heißt Rudi Backstage und blickt ein bisschen hinter die Kulissen des Musikgeschäfts. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgt auf den sozialen Medien, eingerichtet von meinen Söhnen. Und gut, so ist doch toll, oder? Nicht geben. Ja, die sind jetzt eingeblendet. Und am Schluss sage ich, wie immer, bei nun über 100 Sendungen, was ist das Wichtigste im Leben? Love and Respect.